Moin, seid gegrüßt. Wir sind wieder drin in der Roadmap von Satisfactory mit so den großen Strukturgegebenheiten bzw. größeren und kleineren Bauprojekten. Und ich stehe hier gerade auf meinem Hub, den habe ich ein bisschen versetzt von der letzten Folge an. Der hat jetzt auch für mich persönlich seinen finalen Platz bekommen. Das finde ich sehr schön. Wir gucken hier drüben gerade auf die Kupfermine plus Produktionsanlagen. Da passiert gerade nicht viel. Das Gebäude habe ich noch nicht gebaut dafür. Von daher, das ist jetzt noch nicht so wichtig. Sondern ich möchte euch heute was anderes zeigen, was nämlich fertig geworden ist. Zumindest in der ersten Version. Warum erste Version, werdet ihr gleich sehen. Und ich habe ja gesagt, ich schalte dann ein und zeige Videos, wenn die Anlagen soweit laufen, beziehungsweise damit man sie auch versteht. Und wenn ich sie im Grunde schön gemacht habe, wenn ich schon erste Gebäude gemacht habe. Und ich habe heute, glaube ich, zweieinhalb, wenn nicht sogar schon drei Gebäude, die ich euch zeigen möchte. Das heißt aber, in dem Video ist ganz wichtig, fangen wir mit dem ersten Gebäudestruktur an und mit der ersten Industrie sozusagen. Und zwar ist die ganz wichtig für diese ganzen Produktionsanlagen, brauchen wir ja Strom. Wir haben bisher immer Strom hier vom Hub bezogen, der hat ja hinten seine zwei Biomasse-Generatoren hier dran. Und ich gehe mal bewusst so, dass ihr die großen Dinge noch gar nicht seht. Hier haben wir bisher immer Strom bekommen und ich finde es auch schön. Nein, jetzt dachte ich schon, der hat noch irgendwas drin, aber hat er nicht mehr. Mittlerweile kriege ich hier, also meine ganzen Anlagen, die ich habe, kriegen von hier keinen Strom mehr, sondern ich habe ein eigenes, eigenes Werk gebaut, eine eigene Industrieanlage gebaut, wo mein Strom erzeugt wird. In dem Fall mit Phase 1 und 2 habt ihr nur die Möglichkeiten auf Biomassegeneratoren, also wie sie hier stehen, nur separat. Das heißt, ihr könnt, egal wo ihr seid, könnt ihr einen Biomassegenerator hinstellen, dort Gemüse reinwerfen und dann habt ihr Strom. Ja, die produzieren auch ein bisschen mehr als die hier, die produzieren nur 20 Megawatt. Die einzelnen produzieren 30 Megawatt und um meine ganzen Anlagen, die es hier schon gibt, versuche mal hier so vorbeizulaufen, brauche ich natürlich ein bisschen mehr, da reichen 30 Megawatt mittlerweile nicht mehr aus. Ich kann mal gucken, was wir hier eigentlich noch haben an Strom, indem wir hier Richtung Kupfer gehen. Ja, also wir brauchen mittlerweile 105 Megawatt, die wir so maximal benötigen oder die Anlagen maximal verbenötigen, wenn alle auf Hochbetrieb laufen würden. Das tun sie nicht. Aktuell haben wir so 37 bis 45 Megawatt, die wir brauchen. Und wir haben eine Kapazität von 180 Megawatt. Das sind sozusagen 6 Biomassegeneratoren. Und wie die ausschauen, das zeige ich euch einfach mal, indem wir einfach mal Kupfer hinter uns lassen und einfach mal in die Richtung gehen. Und dann sehen wir hier schon eins der großen Werke. Das zeige ich euch in einem anderen Video. Das ist nämlich die gesamte Eisenfarm und die ist noch nicht ganz fertig. Bei der bin ich mir noch nicht sicher, ob ihr das demnächst noch direkt sehen werdet oder ob es noch ein bisschen dauern werdet. Auf jeden Fall werdet ihr es sehen. Das ist die Eisenfabrik. Zeige ich euch noch. So, und wir gehen aber jetzt in die Biomasse. Und zwar, ich laufe einfach mal durch, dann sieht man es besser. Hier sieht man schon mal ein bisschen, was hier gemacht worden ist. Hier wird sozusagen Gemüse verarbeitet. Das heißt, das Ganze, die ganzen Blätter und das ganze Holz, das sind die zwei Dinge, die gerade produziert werden in Biomasse beziehungsweise in feste Biomasse und die dann sozusagen verbrannt wird. Ja, und das Ganze sieht dann wie folgt aus, wenn wir uns mal umdrehen und setzen uns mal auf den Stein. So, so sieht's aus. Also hier unten das nicht, aber das hier. Das ist meine Biomasse. Da können wir auch mal kurz klatschen. So sieht's mittlerweile aus. Und hier sind drinnen im Grunde drei Konstrukteure, Constructor, drei Container, wo im Grunde Gras reingelegt wird, Holz reingelegt wird und dann kommt fester Biotreibstoff raus. Und wir haben hier die Biomasse-Generatoren und ich würde sagen, wir gehen einfach mal rein, gucken uns das Ganze an. Ich habe ja schon gesagt, ich mache es ein bisschen hübsch mit der Glasstruktur. Die habt ihr in den ersten Phasen nicht. Die habe ich mir hier ein bisschen vorbereitet, genauso auch diese Treppenstücken. Aber dann kann man es hier besser zeigen. So. Wir gehen einmal die Treppe rauf und dann sehen wir hier, nach links geht's weg und nach rechts geht weg. Wir gehen erstmal nach rechts, denn dort kommen wir zu der eigentlichen Fabrikanlage. Und das ist nämlich hier, sind es die drei Constructor, die das ganze Zeug, also die Grunde Biomasse produzieren. Und hier vorne wird fester Biotreibstoff produziert. Das Ganze wird momentan nicht sortiert, sondern ich muss das alles per Hand sortieren. Ja, das heißt, in dem Fall, ich habe hier vorne zwei Container, wo einmal die ganzen Blätter reingelegt werden. Das sieht man hier. Und wo das ganze Holz reingelegt wird.
Und beides geht in den jeweiligen Konstruktor und wird dann zu Biomasse verarbeitet. Geht dann hier hinten. Ich komme hier nicht mehr durch, bin zu klein. Verdammt, ich komme nicht durch. Ich hing hier unter der Decke. So, und hier ist dann ein Fusionator, da gehen beide zusammen. Gucken, ob ich hier mal kurz rüber kann. Ja, also hier geht beides zusammen. Die gesamte Biomasse ist halt momentan, der Container ist voll und geht dann hier rein, wird zu festem Biotreibstoff und wird dann hier im Container gelagert. Und da wir gleich mal gucken können, wie viel wir aktuell haben, können wir das hier gleich mal sechsmal einlagern und können gleich mal gucken, wie es den Biomasse-Generatoren geht. Dann kann er hier nämlich weiterarbeiten. Ja, der arbeitet gerade weiter, lässt die anderen gerade leer laufen. Und hinten fängt er schon wieder an zu arbeiten, sehr gut. Na, Holz wird noch ein bisschen brauchen, der ist noch recht voll. Aber das sind so diese kleinen Maschinen, die kleinen Konstruktoren. Und wenn wir dann mal auf die linke Seite gehen, dann sehen wir hier die Biomasse-Generatoren, also in dem Fall von oben. Insgesamt sind es 6 Stück, die hier in Reihe geschaltet sind. Das heißt, die sind alle zusammengeschaltet. Damit haben wir 180 Megawatt. Und da wir selber gerade nur einen Stromverbrauch von knapp 50 Megawatt haben, weil, wie gesagt, nicht alle Maschinen hundertprozentig laufen oder nicht voll laufen, verbrennen die den Biotreibstoff relativ langsam. Na, das ist das Schöne. Na, wenn die Anlage voll läuft, dann läuft auch hier der Biotreibstoff relativ schnell. Ist hier halt nicht der Fall. So. Wir füllen gleich mal alles nach. Zack. Und dann habe ich wieder Ruhe, kann das wieder durchlaufen und alles ist schick. So, mehr brauche ich nicht. Rest kann ich sozusagen wieder vertüddeln. Das ist so meine Biomasse-Generatoren oder beziehungsweise meine Energieerzeugung, die ich aktuell habe. In der aktuell jungen Phase. Hier gibt es natürlich immer noch die Möglichkeit, also hier oben der Bereich wird verändert. Weil ich habe ja auch Alien-Organe und Alien-Panzer. Wenn man dann irgendwann alles erforscht hat, dann kann man die mitsortieren und dann wird das hier eine automatische Sortierung geben. Das heißt, sobald es intelligente Splitter gibt. Und dann werde ich das machen. Das ist dann die Version 2 sozusagen, wo die gesamte automatische Sortierung separat läuft. Da habe ich schon mal ein anderes Video gemacht. Das kann ich euch oben in die Infobox reinknallen. Ansonsten seht ihr dann hier die größeren Sortierungsanlagen, die dann hier im Grunde auch Alien-Panzer, Alien-Organe und auch Mycelium rausfiltert und direkt in die jeweiligen Anlagen reinschickt und sogar am Ende schon Gewebe produziert für die späteren Fallschirme und die Masken. Na, das halt so nebenbei, aber ich verbaue das so gerne am Anfang, weil wie gesagt, für zum Beispiel Gasmasken oder die Fallschirme braucht man oder für das Gewebe, was ja dann das Produkt für alles Weitere ist, braucht man Mycelium, das sind sozusagen die großen Pilze, die überall rumstehen, und Biomasse. Und dann kann man die produzieren und dafür braucht man mal wieder einen Fabrikator. Und das wird auch eine relativ größere Anlage und das werde ich dann hier rein integrieren. Wie gesagt, das Schöne ist halt, dass ich hier eine Produktionsanlage habe. Also das ist noch das Dach von der Biomasseanlage. Aber weiter hinten ist bereits ein Dach. Das heißt, ich habe hier genügend Platz, wo ich mich noch ausbreiten kann und könnte auf die gesamte Länge des Daches der anderen Fabrik könnte ich mich noch ausbreiten. Das schaue ich mal, wie das mache. Wie gesagt, dafür brauche ich die intelligenten Splitter und dann fange ich hier an, das zu sortieren. Und auch auf der anderen Seite, was die Biomasse-Generatoren betrifft, dadurch, dass meine Anlagen hier immer größer werden und auch ich immer mehr Maschinen habe, habe ich hier geplant, deswegen ist hier auch alles noch offen, auch hier weitere Biomasse-Generatoren noch hinzustellen. Das heißt, geplant sind bis zu 15 Biomasse-Generatoren. Die werden dann bis davor gehen und erzeugen dann insgesamt 450 Megawatt. Das heißt, ich bin da relativ gut aufgestellt, um ja, erstmal in die nächste Phase zu kommen, bis dann die Kohlegeneratoren kommen. Und da leisten die hier einen guten Beitrag und die kann ich sogar dann darüber hinaus einfach laufen lassen und kann sie immer wieder befüllen. Aber erstmal sind 180 Megawatt sind schon mal super. Die federn relativ viel ab. Und ich werde es hier erweitern bis zu 15 Stück. Die sind auch in Reihe geschaltet. Also wie gesagt, die stehen hier drei immer hintereinander und dann die Reihen, also insgesamt 5 Reihen, dann nebeneinander. Genau, das ist so Biomasse-Generatoren, die ich momentan habe, die momentan meinen Strom macht. Wie gesagt, hier auch noch schön den Sonnenuntergang gucken. Lohnt sich. So, und
Wir gucken jetzt gleich mal ins nächste Video, was dann nächste Woche erscheint. Ich weiß es noch nicht. Schauen wir mal, wie ich es schaffe mit Schneiden. Und das wird die Steinfabrik werden, denn die ist hier relativ nah beieinander. Ein kleiner Ausflug ist da unten. Da gehen wir dann im nächsten Video hin. Ich freue mich auf euch. Bis dahin, macht's gut und tschüss.